Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Krötiverse. Wir sind immer noch dabei, Erde zu klatschen. Ich habe es noch nicht gemacht, also ich nehme jetzt diese Folge direkt im Anschluss von der vorgestrigen auf. Deswegen habe ich noch nichts weiter geschafft. Bing! Neotier. Ja, wir machen einfach mal ein bisschen weiter mit Erde klatschen. Ich bin mal gespannt, ob ich das hier hinkriege mit der Taverne. Ich bin echt gespannt. Ich habe da so ein bisschen leichte Bedenken bei. Ich weiß nicht warum, aber wird schon. Also sie muss ja auch nicht unbedingt so aussehen, wie sie eigentlich aussieht. Hauptsache, es ist so annähernd, was von dem zu sehen, was ich vorhabe. Ja, egal. Ich habe also noch nichts gemacht. Ich habe noch keine Steine geholt. Ich habe noch nicht mal, habe mich noch nicht schlau gemacht, wie das mit dieser Range von den NPCs hier funktioniert. Ich weiß nicht, ob irgendwas in die Kommentare geschrieben wurde, weil ich ja direkt im Anschluss wieder aufnehme eine Folge. Und die mache ich heute auch nicht mehr ganz so lang. Also so diese Baufolgen würde ich gerne kürzer halten. Ne, gerne so 15 Minuten, 15, 20 Minuten. Und dann so Erkundungsfolgen oder Höhlenfolgen, die können wir gerne länger machen. Ja, da kann ich dann so eine halbe Stunde oder so mal gucken, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas in dem Dreh. Weil da passiert halt wesentlich mehr. Hier ist jetzt wirklich nur Erde klatschen. Und hier würde ich dann da ganz gerne irgendwie so ein bisschen kürzer halten, die Folgen. Ich denke mal, damit seid ihr auch einverstanden. Also gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ich glaube nicht, dass ihr was dagegen habt dann. Was wir aber machen können, wir können eben kurz pennen gehen. Gehen wir eben pennen, dann wird es wieder... Kann ich das Licht ausmachen? Ey, es interessiert mich immer noch, wo ich diese blöden Steine habe. Ohne Witz, ich hatte über 360 Steine im Inventar. Weg! Weg! Komplett weg! Einfach weg! Ich hatte sie wirklich im Inventar. Ich habe sie auch nirgendwo anders reingepackt. Das ist es ja eben. Nirgends! Nirgends! Ne, hier sind sie auch nicht drin. Oh, wie gut, dass ich die Kamera gerade nicht anhab. Ja, leck mich doch. Ja, leck's mir doch am Zuckerli. Einfach nichts sagen. Nichts schreiben. Ne? Einfach lassen. Danke. Einfach lassen. Boah, es ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr. Wie, oh, guck mal, ein Christbaum. Oh. Holiday Decorative Tree. Können wir bald mal hinstellen? Weil es ist ja bald wieder soweit. Ich suche aber gerade noch andere Steine. Was bist du denn? Wonderful Filling Wood Wall. Because gold just isn't good for us. Ja, gut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Ich suche aber noch andere Blöcke. Ich suche gerade noch andere Blöcke. Die. Melted Wax. Guck an, guck an. Melted Wax. Haben wir. Melted Wax. Davon brauchen wir noch ein paar. Davon brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Weil das könnte funktionieren für das, was ich noch vorhabe. So, das sollte reichen. Wir behalten es einfach mal im Inventar. Wir gehen so mal raus. Licht können wir mal ausmachen. Brauchen wir nicht mehr. Wo waren wir? Hier waren wir stehen geblieben. Das muss natürlich auch noch weg hier, ne? Weil wegen Fenster und so weiter. Aber erstmal ist die Erde hier fällig. Oder was halt noch davon übrig ist. So. Ja. Ja, da müssen wir echt mal bald gucken, dass wir die ganzen Sachen mal zusammenkriegen für gute Rüstung und für gutes Schwert, damit wir wirklich mal richtig auf Erkundungstour gehen können und nicht immer hier nur rumsitzen und irgendwie sowas hier machen. Ja, das müssen wir machen. Müssen wir machen. Tut mir leid, dass das bis jetzt noch nicht so häufig vorgekommen ist. Aber ich hatte mir halt überlegt, ich möchte Krötiverse halt wirklich irgendwie mal was Richtiges erschaffen in dem Spiel. Das heißt ja nicht umsonst Creativerse und nicht Dumm-Rumlauf-Verse oder so.
deswegen müssen wir mal. Habe ich mir gedacht, wir nennen das Ganze auch nicht Creativeverse, ne, so wie wir es vorher hatten, sondern The Village, weil ich halt gerne ein Dorf bauen möchte. Und das bedarf nun mal viel Zeit, viel abbauen, viel anbauen, viel Erde klatschen, Ressourcen zusammensammeln und. Und ich möchte das halt auch ganz gerne so machen, dass ihr davon Teil seid. Also, ich muss mal eben husten, Moment. Wo ist denn da? Eieieiei. Nein, so schlimm war es nicht. So, Freunde. Soll ich mal was sagen? Wir haben, ich nehme es gerade auf, am 12. Oktober. Wir haben 16:30 nachmittags. Dann nehme ich jetzt gerade diese Folge auf. Ja, wir haben also quasi Mitte Oktober. Und ich habe Heizung an. Das ist doch nicht normal. Wir haben Mitte Oktober und ich habe Heizung an. Also irgendwie stimmt da was nicht. Ich glaube, ich bin krank oder so. Naja, gut. Aber ist halt so, ne? Wenn eine Heizung, wenn es kalt ist, ist es kalt. Und dann muss man halt Heizung anmachen. Hattet ihr dieses Jahr schon Heizung an? Also dieses Jahr ist, ja, bestimmt, weil Januar, Februar und so weiter. Aber ich meine jetzt so nach dem Sommer. Ne, jetzt so in den letzten, sagen wir mal 3-4 Wochen. Hattet ihr da schon Heizung an? Wenn ja, würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ne. Interaktion, Freunde, ist der Schlüssel zu einer guten Community, ja. Interaktion. Und ich möchte gerne ein bisschen Interaktion mit euch führen. Ein bisschen interaktionieren mit euch. Also bitte. Oh Mann, ey. Interaktionieren ist auch ein schönes Wort, finde ich. Ja, wir nennen das jetzt Interaktionieren. Ich finde das schön. Hat was. Ich finde, das Wort hat wirklich was. Wir interaktionieren. So. Fertig. Da sagt keiner mehr was drauf. Glaubt mal dran. Die denken die alle. Er ist klar. Ist nicht mehr viel, Leute. Dann haben wir die Erde weg. Solche Folgen sind halt eigentlich, ne, da laberst du echt nur Stuss. Einfach nur irgendeinen Stuss. Dann kommt man auf irgendwelche komischen Wortideen, interaktionieren zum Beispiel, ne, beste Beispiel jetzt gerade. Oder sonst irgendwas Doofes. Oh. Und die Zeit geht halt nicht rum. Nein, Quatsch. Die Zeit geht schon rum. Ich mach's ja gerne. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage so, Ich meine, die Arbeit ist kacke, ja, gebe ich zu. Das hätte man vorher machen können, aber nein. Ich möchte ja gerne, dass ihr dabei seid, also machen wir das zusammen. Wem es sich gefällt, der muss es ja nicht gucken. Der kann ja auch woanders gucken dann. Na, es gibt ja mehrere, die Creativeverse machen. Oder andere Klötzchenaufbauspiele. Na, kann man ja gucken. Ihr seid ja nicht gefangen. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass ich sag so, wenn du einmal hier warst, darfst du nicht mehr woanders gucken. Das wäre schön, aber nein. Mach ich nicht. Bin netter. Manchmal, wenn ich Lust habe. Und genug Kaffee getrunken hat den Morgen. Habe ich heute, deswegen bin ich so nett. Wäre das anders, würde ich nicht so nett sein. Kannst du glauben. Oder auch lassen, ist mir egal. Boah. Ja, gut, dann weiter. Weiter im Text. Ja, ich habe noch keinen irgendwie, diese, weiß gar nicht, wie lange wir Creativeverse schon gemacht haben. Es sind auf jeden Fall ein paar Jährchen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie man das hier so schneller abbauen kann. Ja, versuch's es mal so. Obwohl, das geht, glaube ich, schneller, ne? Wenn die einzeln abbaust, also in Reihe. Und nicht irgendwie, und nicht so. Obwohl, macht das echt einen Unterschied? Ich glaube nicht. Ah, vielleicht doch. Ich meine, ja, durch die Handschuhe, die man kriegt, geht es natürlich auch schnell. Und der Diamanthandschuh, den wir haben, der ist schon schnell. Der Lumit ist natürlich nochmal eine Ecke fixer.
Aber naja, gut, es ist halt nur Erde. Mein Gott, was soll's. Was soll's. Wir sollten mal... Ich glaube, wir machen das Ganze mal. Wenn sowas ist, dann werde ich das mal im Stream machen. Man guckt dir zu, dann kann man richtig schön... Wie hatte ich das jetzt? Interaktionieren, ne? Genau. Dann kann man richtig schön interaktionieren miteinander. Ja, das machen wir mal. Jetzt erstmal nicht. Jetzt ist die Taverne dran. Es werden bestimmt noch das eine oder andere Gebäude wird noch kommen, wo wir auch so ein Mist hier machen müssen. Da freue ich mich schon drauf. Vor allem die Stadtmauer. Haha! Das wird lustig. Nicht. Nein, das wird schon interessant. Ich möchte ja auch gerne irgendwie so eine Kathedrale bauen oder ein Schloss oder keine Ahnung was. Die Frage ist gerade nur wo. Ob man das da mit reinbaut oder lieber in den Wald und den Wald dafür opfert. Oder in die Richtung geht. Da müsste aber wahrscheinlich das Farmhäuschen da hinten weg. Weil eigentlich waren ja früher so die Bauernhöfe und die Farmen waren ja außerhalb der Stadtmauer. Meine ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine so Bauern und sowas und Hirten, so Schaf- und Schweinehirten und sowas, die waren alle außerhalb der Stadtmauer. Und innerhalb der Stadtmauer waren dann halt nur Marktplatz, Tavernen, Wohnhäuser und sowas halt. Kasernen müssen wir auch noch bauen, siehst du mal. Nee, das hier wird keine Kaserne, das wird eine Taverne. Nicht zu verwechseln. Obwohl. Und dann können wir nämlich hier den Koch mal reinstellen, weil hier kommt ja auch eine Küche rein. Also, sowas wie, sowas ähnliches wie eine Küche. Kommt hier rein. Ja, sowas ähnliches wie eine Küche. Also das hier möchte ich dann schon gerne so haben, dass das ein bisschen älter aussieht. Und nicht, hier kommt keine moderne Küche rein. Die modernen Küchen kommen wahrscheinlich in die anderen Häuser alle mit rein. Aber hier definitiv nicht. Hat seinen Grund. Ich möchte gerne, dass das so eine, boah, wie sagt man? Wenn etwas alt, also richtig alt ist, aber gemütlich, urig, ne? Urig heißt das, glaube ich, oder? Das ist ein Wort, hör mal, die kennt, glaube ich, die Jugend heutzutage gar nicht mehr. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer das Wort urig noch kennt. So richtig urig. Halt alt, aber saugemütlich. So ein urig halt. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wer das noch kennt. Achso, und wie in der letzten Folge gesagt, diese Folge wird auch ein bisschen kürzer. Ich denke mal, ich werde sie noch kürzer machen als die letzte Folge. Dann ist es einfacher. Es ist ja halt langweilig. Und irgendwann weiß man halt auch nicht mehr, was man labern soll. Und dann ist das halt ein bisschen doof. Und ich möchte halt, es ist halt doof, wenn ich hier jetzt einfach nur so, ja, jetzt bauen wir hier noch einen Block Erde ab. Oh, da war ein Pilz mit bei. Jetzt bauen wir Gras ab. Erde, Gras, Erde, 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 Gras, Gras, Gras. Ja, weiß ich nicht. Nee, die sind blöd, oder? Obwohl, mal so eine ganze Folge so zu machen, ist bestimmt auch ganz lustig. Oh, guck mal. Jetzt baue ich hier wieder ein paar Blöcke ab. Das sieht voll lustig aus, wie die so in den Handschuh verschwinden und auf wundersame Art und Weise im Inventar auftauchen. Das heißt voll realitätsfern. Und ich als alter Physiker weiß das, was Realität ist und was nicht. Was? Ja, yeah, halt die Fresse. So, wir haben es gleich. Ist nicht mehr viel. Und wisst ihr, was das Schlimme jetzt ist? Dann bist du froh, dass du diesen blöden Erdhaufen hier weggebaut hast, ja? Dann ziehst du da wieder einen Boden rein. Dann machst du quasi das, was du wieder weggemacht hast, machst du wieder hin. Das ist doch so sinnfrei eigentlich. Können wir so lassen. Sieht doch gut aus. Ein paar Stelzen, Mauer, fertig, reicht. Mehr braucht man nicht. Ist halt eine Freilufttaverne. Oh Gott. Ja, ist gut. Ich sollte aufhören. Folge ist gleich eh vorbei. Wie gesagt, also die Folgen machen wir jetzt wirklich relativ kurz. Es ist halt... Und dann mache ich das hier. Den Rest mache ich so zwischen den Folgen mal, dass das weg ist, damit wir in der nächsten Folge mit dem Bauen anfangen können.
Und dann muss ich mir auch noch mal ein paar Bilder raussuchen zu der Taverne. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich die vielleicht doch irgendwie hinkriege. Hey, möchte ich ja schon ganz gerne original... Ja, originalgetreu haben. Wird nur nichts. Das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird nichts, weil das einfach von den Blöcken her, von den Farben und von den Blöcken her nicht funktionieren kann. Also wir haben, es gibt hier bei Creativerse keine Blöcke, die annähernd irgendwie die Wände oder das Holz zeigen, wie das Original halt ist. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Oder wir... ich möchte schon ganz gerne recht original haben. Doch, möchte ich. Lass mich, möchte ich, will ich, fertig. Muss ich mir mal ein paar Bilder angucken, wie die aussieht. Und dann kriegen wir das schon hin. Ja gut, ihr Lieben. So, komm. Den Futzel hier mache ich noch eben und dann ist die Folge vorbei. Dann habt das hinter euch. Mein dummes Rumgelaber um das blöde Erde-Kloppen hier. Habt ihr überstanden. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft, erfolgreich einen halben Hügel abzutragen. Damit bekommen Sie das Zertifikat zum... Hier bitte Zertifikatname einfügen. Herzlichen Glückwunsch. So, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne noch ein Hoch da, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr mögt. Macht's gut. Ciao.